Willkommen auf unserem YouTube-Channel. Wir stellen dir heute drei erfolgreiche Kampagnen unserer Kunden vor und ihre Erfolgsfaktoren. Ja, ich habe meinen Kollegen Nico Becker mitgebracht. Wir wollen heute darüber sprechen oder beziehungsweise über drei erfolgreiche Kampagnen der A&M oder Kunden der A&M und vielleicht, was sie erfolgreich gemacht hat, also Erfolgsfaktoren. Ja, fangen wir einfach mal an. Erfolgreicher Kunde von uns aus der Photovoltaikbranche. Der Kunde kam zu uns, hat sich für das Erstgespräch eingetragen. Da haben wir ihn auch beraten. Und der Kunde hatte eine klare Vision. Es ist jetzt nicht so, dass das ein kleiner Betrieb war. Er war schon im Millionensegment, aber wollte relativ schnell hochskalieren. Ja, das war sein Ziel, seine Vision. Wie kann ich relativ schnell hoch und die Umsätze sozusagen verdreifachen in den nächsten 2 Jahren? Dann ist er auf uns zugekommen. Das war die Herausforderung. Wir sind darauf eingegangen. Und dann war zum Kampagnenstart auch direkt möglich. Also Facebook hat es uns mit Facebook und Instagram etc. haben wir es möglich gemacht, dass der Kunde innerhalb von 2,5 Monaten seinen Umsatz von 1,5 Millionen auf 6 Millionen Euro gesteigert hat. Ja? Wir sind jetzt dabei, da jetzt noch weiter hoch zu skalieren. Und ja, ein Erfolgsfaktor dabei ist natürlich auch, dass wir einen klaren Plan dahinter hatten. Ja? Es ist wichtig, du kannst auf Facebook relativ schnell hoch skalieren. Ja? Wobei du vorsichtig sein musst, wie du deine Werbung und dein Werbebudget richtig platzierst. Um schnell zu skalieren, muss man vorsichtig sein, weil man beim Erhöhen des Werbebudgets sehr schnell die Zielgruppe aus den Augen verlieren kann. Ja, das ist der Algorithmus, gibt dir da nicht alles vor. Deswegen muss die Werbung sehr platziert sein. Und so kannst du schaffen, ja, wie unser Kunde im PV-Segment, ja, innerhalb von 3 Monaten, 2,5, auf deine 6 Millionen zu kommen. Ziel ist es jetzt natürlich, bis zum Ende des Jahres auf ein monatliches Umsatz von 9 Millionen zu kommen. Ja, und dann schauen wir, vielleicht können wir von Ihnen im nächsten Video wieder berichten. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannender Fall. Also wie gesagt, Facebook lässt sich extrem schnell skalieren, wenn man weiß, wie es geht. Das gehört natürlich dazu. Zweites Beispiel, was ich mitgebracht habe oder was wir mitgebracht haben, ist von einem Kunden, der ist im Bereich der Pelletheizung unterwegs. Ist jetzt nicht mehr so eine Neuheit in 2022, aber in dem Moment, wo der Kunde eben bei uns Kunde geworden ist, war das schon eher noch ein neueres Produkt. Es war noch nicht so nachgefragt wie heute zum Beispiel. Und ein Riesenvorteil, den man auch hier wieder über Facebook hat, was in dem Falle der Erfolgsfaktor ist, du kannst das Ganze eben auch als Neuheit präsentieren. Ja, das heißt, wenn du jetzt eine andere Werbeplattform nimmst, wie von mir aus Google, dann hast du halt die Möglichkeit, dich auf ein gewisses Suchvolumen einzuschätzen. Und wenn das noch nicht so nachgefragt ist, dann suchen dich auch nur 300 Leute im Monat und dann hast du ein Problem. Und bei Facebook hatten wir wirklich die Möglichkeit, das Ganze als Neuheit zu platzieren, das Ganze grafisch zu verpacken, über die Texte zu verpacken. Und es ist relativ schnell wirklich auch eingeschlagen. So, er hat quasi diesen ganzen Trend von Anfang bis heute quasi mitgenommen. Und das war halt eben nur möglich, weil wir diese Werbeplattform Facebook hatten, weil wir dort so viele Möglichkeiten haben, ja, einfach präsent zu sein, das Ganze zu gestalten und als das zu verkaufen, was es letzten Endes einfach gerade ist. Und das dritte Beispiel, was wir dir mitgebracht haben, ist eigentlich auch ganz spannend. Und zwar ist das von einem Kunden von uns, der ist im Bereich, ja, ich glaube, man nennt es Tiny-Häuser, also einfach kleine Häuser im Sinne von Gartenhäusern, die aber schon bewohnbar sind. Und er ist eben zu uns gekommen und hat gesagt, hey, wie können wir das Ganze vermarkten? Ist ja auch ein exotischeres Produkt, ist auch ein Produkt, wo so ein paar Sachen einfach dazugehören und deswegen nicht ganz so einfach zu vermarkten ist. Ja, und wir haben das gemacht und wir hatten auch in der ersten Phase, sage ich mal, immer mal wieder Erfolge. Es gab immer wieder einen Verkauf, das Ganze hat sich auch getragen. Und jetzt nach relativ langer Werbeschaltung, ich glaube ungefähr 1,5 Jahre, hat der Kunde einen Auftrag eben an Land gezogen, der sich, ich glaube, im auf jeden Fall im Millionenbereich abspielt. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf. Auf jeden Fall hat er alles übertroffen, was wir davor gesamt gemacht haben. So, und da stellt man sich die Frage, gut, wie kommt das zustande? Klar, das Ganze ist über ein Großprojekt gelaufen, also über ein Riesenprojekt, wo mehrere von diesen Häusern eben nachgefragt wurden. Und das Ganze ist letzten Endes nur passiert, weil dieser Auftraggeber ihn über 1,5 Jahre gesehen hat. Das heißt, egal, ob da am Ende des Tages Qualität dahinter steckt oder nicht, bei unserem Partner ist das logischerweise der Fall. Aber wenn du wirklich Werbung immer wieder ausgespielt bekommst von einer Person, die das macht über 1,5 Jahre, dann hast du einfach diese Person immer auf dem Schirm. Und der Moment, wo eben dieser Auftraggeber entschieden hat, hey, ich brauche jetzt jemanden, der mir dieses Produkt zur Verfügung stellt, war unser Kunde auf einmal direkt in seinem Kopf, weil er hat 1,5 Jahre seine Werbung gesehen. Und dadurch merkst du schon, dass jetzt
klar, Facebook oder die Systeme, die wir aufbauen mit unseren Kunden, sind immer darauf aus, am besten den Euro, den wir gerade ausgegeben haben, sofort wieder reinzuholen. Aber es ist halt auch einfach eine Werbewirkung, die sich nicht unterschätzen lässt. Ja? Also es ist jetzt, wenn man eine unbekannte Marke ist und wirklich anderthalb Jahre da wirklich aktiv Werbung macht und der Kunde hat oft gesagt, hey, können wir jetzt vielleicht mal die Kampagne gerade pausieren, ich habe genug zu tun. Wir haben immer gesagt, lass es weiterlaufen, sorg dafür, dass deine Marke eben bekannt wird und ja, als eine Marke irgendwann anerkannt wird. Und dann kam eben dieser Auftrag. Ja, und das ist jetzt wirklich was, da kann er sehr, sehr lange mit arbeiten, da kann er sehr viel Geld auch mit verdienen. Und das ist eben nur passiert, weil wir die Marke über lange Zeit aufgebaut haben. Und das geht eben auch nur, wenn man Leute sozusagen ja, aktiv mit Werbung versorgen kann über die sozialen Medien. Also ich hoffe, du konntest da ein bisschen was mitbringen. Das sind jetzt quasi ja Erfolgsgeschichten von unseren Kunden, aber die Erfolgsfaktoren sind eigentlich klar. Also darauf kommt es halt letzten Endes an. Das sind Vorteile, die wir über diese Werbemedien haben. Hast du dazu noch was zu sagen gerade? Ja, ich höre oft immer noch in einzelnen Gesprächen, ja, auf Facebook, Instagram ist meine Zielgruppe nicht. Ja. Also wir haben dir gerade das Gegenteil bewiesen. Das waren jetzt nur 3 Beispiele von vielen erfolgreichen Kunden von uns. Klar sind jetzt nicht alle im Millionensektor, aber das geht schon in hohen 6-stelligen monatlich. Und ich bin mir sicher, wenn du einen Handwerksbetrieb hast, komm zu A&M und wir zeigen dir, dass deine Zielgruppe sehr wohl auf Social Media unterwegs ist. Also, wenn dir das Video gefallen hat und wenn du weitere Informationen von uns haben möchtest, einmal auf die Glocke klicken, verfolg uns, like uns. Bis bald.